Liebe Rapid-Fans, da ist der Philipp Schoversberger mit der Nummer 7 von Rapid und freue mich schon, wenn ich bald wieder am Platz zurück bin. Danke. Philipp, wir sind hier beim Spiel gegen Celtic Glasgow. Du kannst nur zuschauen, wie weh tut das? Es geht. Also es hat in der Meisterschaft mehr weh da auf jeden Fall. Wie schaut es aktuell bei dir aus? Was machst du jetzt im Trainingslager und wann kann man mit dir wieder rechnen? Ja, wann man mit mir rechnen kann, ist schwierig zu sagen, aber es schaut zurzeit eigentlich ganz okay aus. Bei höheren Belastungen über längeren Zeitraum spüre ich das Knie doch noch ein bisschen und Zweikämpfe lasse ich noch aus, aber bei Passübungen und so bin ich schon mit dabei. Du hast in der vorigen Saison einmal ein Kurz-Comeback gemacht. Wie schädlich war das für dich? Im Nachhinein gesehen sehr schädlich auf jeden Fall. Ja, aber nachher ist man immer schlauer und jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Das heißt, das wird dir jetzt so nicht mehr passieren? Auf jeden Fall nicht, nein. Du hast jetzt im Trainingslager ein bisschen einen Eindruck, wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung in der Mannschaft ist immer top. Aber wenn es nicht so rennt, heute die Mannschaft zusammen und das ist, glaube ich, eins von den wichtigen Dingen im Fußball. Ja, die Ziele werden intern noch vergeben, aber so schlimm wie im letzten Jahr kann es eigentlich nicht mehr werden, oder? Nein, von dem gehen wir aus, von dem geht die ganze Mannschaft mit dem Trainerteam aus, dass es viel besser wird, aber ein genaues Ziel haben wir noch nicht besprochen und deshalb kann ich das noch nicht sagen.